Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Subnautica. So, wir sind wieder unter Wasser. Und habe so, war man hier schon? Oh. Schon. Und es gibt bald wieder, es gibt bald ein DLC zu Subnautica. Habe ich so gelesen. Black Zero? Oder ja, Black Zero? Genau, glaube Black Zero heißt. Kommt am 30.01. als Early Access. Was war das? Und da habe ich mir so gedacht, da müssen wir mal Subnautica langsam mal abschließen. Also das hier. Wir müssen uns ja im Endeffekt, muss ich mich ja noch Dingsen heilen. Genau, also ich müsste mich ja auf jeden Fall noch heilen und Energieladestand ist alles voll, okay. Approaching the planet now. We have a landing site for you that's, well, it's better than the alternatives. We've sent you the coordinates. It'll take us a couple of days to align our orbit. Should be able to establish direct contact with you during that time. Then we're coming in to get you. Cross your fingers, the weather holds. Don't leave us waiting. Sunbeam out. So, das packen wir mal alles da rein. Nee, wartet mal. Strahlenschutzhelm, okay. Brauchen wir jetzt erstmal ja nicht. Genau, Konstruktionswerkzeug. Erstmal wieder reinkommen. Falsche Taste. So, sechsmal Titan, das haben wir da. Und einmal Quarz. Dreimal Quarz, also brauche ich. Okay, Energietransmitter, Scheinwerfer. Wir brauchen zweimal, dreimal Quarz, einmal Kupfer.
Einmal Kupfer, dann brauchen wir dreimal Quarz. Genau, und achtmal Titan. Zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Alles klar. Titan war voll, oder? Ja, war voll. Okay, dann, ja, wir haben ja im Endeffekt noch 36 Minuten, ja, die Aurora kommt. Genau, also es kommt ein neues DLC, habe ich jetzt nur so gelesen, habe auch schon mal einen ersten, so erstes Video von Zusammentrag geguckt, ist alles drin, es gibt dann neue Wesen, und dann gibt es andere neue Sachen, die ich eigentlich richtig klasse finde. Ich denn keine Dings hier? Doch, könnte ich auch. Also, den haben wir auch. Wasserfiltermaschine haben wir auch. Warum habe ich denn das alles noch nicht gebaut? Wasserfiltermaschine. Okay. Marmor-Melonensamen. Marmor-Melonensamen, ach so, das ist die Pflanze. Okay. Weil wir könnten ja eigentlich hier einen Reaktor reinbauen. Brauchen der dreimal Titan, Kabelsatz, Schmierstoff. Okay. Das ist Generaum. War eigentlich schon alles, gell? Könnten wir ne, normalerweise könnten wir es langsam mal abschließen. Gehsäcke, Fisch. Kabelsatz, was war ein Kabelsatz? Kabelsatz, Silbererz, zweimal. Okay.
Blei, 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 Silber. 1, 2. So, wie gesagt, ich muss mich erstmal kurz wieder reinfinden hier. Und Schmierstoff. Schmierstoff waren. Korallen. Wo war ich denn stehen geblieben? Genau, DLC. Ja, kommt am 30.01. Gucke ich mir natürlich an. Und werde ich natürlich dann ein Let's Play wieder davon machen. Deswegen habe ich mir so gedacht, okay, dann müssen wir das hier langsam mal abschließen, denke ich mal. Genau, also müssen wir das hier langsam mal abschließen, um dann auf genau weil Melonen haben wir ja hier drinnen. Da könnten wir hier so ein perfekter Platz für. Ah. Oh, Energie ist auf jeden Fall vorhanden jetzt. Der Bioreaktor, der läuft auch. Ladestand sieht gut aus. Okay. Dann haben wir ja noch Konstruktion. Wo haben wir es? Konstruktion, Werkzeug hier. Kernreaktor haben wir nicht. Lebensform Zuchtbehälter haben wir auch nicht. Aber hier, Wasserfilteranlage. Kupferdraht und Areolgel. Das kriegen wir auf jeden Fall hin. Da drüben kommt dann noch ein Spind rein, würde ich sagen. Aber wo bauen wir den noch hin? Wasserfilteranlage. Ja. Müssen wir mal gucken, wo wir die noch hinsetzen. Ich wäre eigentlich für hier. Aber dann müssen wir noch mal gucken. Fortgeschrittener Gesack Rubin. Ah. Ein Gesack, ein Rubin. Dann brauchen wir noch Kupfer, oder? Kupfer war es dann noch. Kupfer, 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 Kupfer. Kupfererz.
Seltsamer da. Vital signs stabilizing. Ach so, den Geldings. Zack. Ja. Also immer schön zart und geschmeidig bleiben. Was ist denn da drüben? Genau, wir können das doch da drüben reinbauen. Jetzt weiß ich nicht, wenn ich jetzt eine Platte entferne. Wenn ich jetzt sage, okay, hier auf die Ecke, machen wir da jetzt das Ding hin. Okay. Okay, also wir haben 3,3 plus auf jeden Fall. Das ist schon mal gut. So. Oh, auf das Wrack braucht man keine Sicht. Ah, zack. Ah, hätte man hier auch noch eine Sicht drauf. Naja, gut. Landeplatz des Sunbeam. Aurora Treffpunkt. Trockenes Land. Ja, wir haben ja noch ein bisschen Zeit, bis die Sunbeam kommt und uns abholt. Aurora, Treffpunkt. Was ist denn? Ich habe doch eben gerade Wasser getrunken, oder? Vital signs stabilizing. Ah, die Batterien sind alle voll, aber. Packen wir da mal ein Zyklon, Maschineneffizienzmodul, Leuchtfackel, okay. Ja, das ist schön. Also PDA haben wir jetzt Upload. Was ist denn hier noch drin?
Ach, das ist mein Krimskrams. Okay. Maximum. Okay. Okay. Da sind auch die Platten drin, die wir im Endeffekt brauchen. Aber ich verstehe jetzt nicht. Aurora, Treffpunkt, trockenes Land. Hat man das nicht schon? Ich bin gerade etwas überfragt. Ja, wir produzieren ja jetzt Wasser. Also Wasser sollte dann kein Problem mehr sein. Durch die Filteranlage, die wir jetzt haben, kriegt man dann auch noch Salz. Gelsäcke haben wir, das haben wir, das haben wir, das haben wir. Blutpflanzen. Ich würde da jetzt mal kurz hinfahren. Ja. Fahren wir mal dorthin. Ja, so, dann würde ich sagen, machen wir hier das erste Mal zur Rettungskapsel und dann Richtung Sunbeam. Oh! Entschuldigung, ich bin immer noch etwas erkältet. Na, ist keine schöne Gegend, wo er hier gelandet ist. PDA data.
volcanic activity and several unusual electromagnetic signatures in the region. Exercise caution when diving deeper. Aber es ist gerade dunkel. Okay. So, Freunde, dann haben wir die Rettungskapsel 12 entdeckt. Die ist jetzt erstmal runter vom Radar und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder, wenn es heißt Subnautica, um 14 Uhr morgen. Macht's erstmal gut. Ciao, ciao.